Hallo, ihr kleinen Lümmel, und willkommen zurück zu Let's Play Story of Corona. Story of Seasons! Wir haben übrigens fast, ich wiederhole, oh Giorgio, guten Tag, Yumi. Ich hatte den Eindruck, dass wir uns schon lange nicht mehr unterhalten haben, aber es scheint dir ja gut zu gehen. Yeah. Wo war ich denn geblieben? Ach ja, hallo und herzlich willkommen zu Story of Seasons, wollte ich sagen. Und ja, ich habe ziemlich viel Offscreen gespielt. Mit ziemlich viel meine ich eigentlich nur ein bisschen. Und ich überlege gerade. Scheiße, ich habe die Uhrzeit vergessen. Ich weiß nicht, welches heute wieder das lustige Feuerwerk ist. Ich muss mal irgendwie nach Hause. Das ist auf Abend zurückkehren, ne? Das machen wir mal. Schaut euch diesen starren Blick von meinem Pferd an. So, ich wurde übrigens auch gefragt, wie viele wie heißen die Dinger nochmal? Diese Glaskästen, wo Dinge drin wachsen? Treibhäuser, Gewächshäuser, genau. Wie viele ich denn brauche, wie viele ich vorhabe zu bauen und so. Und eigentlich brauche ich kein einziges. Wenn ich ehrlich bin. Höchstens halt für die Süßkartoffeln oder so. Aber ich habe das jetzt in diesem Moment jetzt eigentlich auch nur gebaut, weil einige von euch das voll fordernd gefragt haben. Mir persönlich ist es eigentlich buggy, ob jetzt hier dieses Gewächshaus steht oder nicht. Also, ich brauche keins bis eins. Ich habe jetzt nicht vor, jetzt hier 10 Gewächshäuser hinzubauen, wenn ich hier eh alle Felder gepachtet habe und da überall was machen kann. Und was will ich eigentlich? Ach ja, genau. Oh, ich habe Post. Heute ist ja dieser lustige, boah, ich habe heute Probleme mit Wörtern. Das Zeug, was hoch in die Luft steigt und dann explodiert. Feuerwerk, genau, Feuerwerk. Das ist heute. Da genau, 18 bis 20 Uhr. Das Feuerwerk ist auf Spenden angewiesen. Okay. Kann ich irgendwie jemanden zum Feuerwerk einladen? Das weiß ich gerade gar nicht. Oh, ich habe schon wieder die Uhrzeit vergessen. Super. Das ist einfach so geil. 18 bis 20 Uhr. Ich hatte gestern eine misslungene Aufnahme, die habe ich schon abgebrochen, weil ich zu unkonzentriert war. Aber heute bin ich voll. Ne, jetzt war gelogen. Ich bin nicht voll dabei heute. Aber heute. Was wollte ich jetzt sagen? Okay, ich bin noch nicht dabei. Nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh Gott, wieso nehme ich überhaupt auf? Ich bin so zerstreut gerade. Genießt einfach das Gameplay. Ach ja, genau, Süßkartoffeln, das war das Thema. Mein Problem ist, ich dachte, ich hätte nämlich noch Süßkartoffeln bei mir im Kühlschrank. Aber ich habe keine Süßkartoffeln im Kühlschrank. Und da man hier jetzt, wieder ummacht, ja. Und da man jetzt hier nicht einfach so Süßkartoffelsaatgut kaufen kann, kann ich die Süßkartoffeln erst dann im Herbst anbauen. Tete, 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 Pferd rufen unsere Stadt rein. Daher, ja, ist jetzt auch egal. Meine Güte, diese 15 Tage überlebe ich auch noch so. Kann ich jetzt irgendjemanden einladen? Fragen, ob der jetzt irgendwie mit mir zu dem Dingens will? Das Feuerwerk? Was hat sie da gerade getan? Die Anmelder für das Feuerwerk beginnt 18 Uhr. Komm bitte später wieder. Doof. Ich spiele einfach noch runter, danke. Kann ich nicht irgendjemanden fragen, ob er mit mir hingeht? Große Keramiktoffel ist vollständig. Das ist aber schön. Oh, Alter. Gewusel. So viele Menschen. Oh, heute ist es richtig heiß, nicht wahr? Ich schau mir noch einen Sonnenbrand, wenn ich lange draußen bleibe. So, kann ich Klaus fragen? Klaus Haus. Hi, Klaus, in deinem Haus. Bist du... Klaus? 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 Wo ist Klaus? Hä? Hä? Klaus ist draußen. Klaus ist draußen aus seinem Haus. Okay, ich schau auf damit. Wo ist er da? Wissen wir irgendwie. Nein. Ach, ich musste bestimmt dann während des Feuerwerks anlabbern. So, oh, jetzt geht's los. Ihr guckt euch den Crowd hier an, wie sie alle rumwuseln. Jetzt geht's voll krass zum Feuerwerk. Und ihr könnt ja mal raten, wie viel ich gespendet habe. Ja, so wenig wie möglich, wie jedes Jahr. Nein, ich habe 100.000 gespendet. Ich hoffe, es sieht jetzt auch mega geil aus, ja. Ausgezeichnet, die Festigkeiten werden in Kürze beginnen. Bitte warte einen Moment.
Feuerwerk. Herzlich willkommen. Dank eurer großzügigen Unterstützung waren wir einmal mehr dazu in der Lage, ein Feuerwerk für alle zu organisieren. Dieses Jahr haben wir eine Spende von Jume erhalten mit der gigantischen Summe von 100.000 G. Wie großzügig. Ja, ich bitte um einen kräftigen Applaus für Jume. Alle lieben mich. Ich hab das fette Money. Okay, es scheint, dass nun alles bereit ist. Daher können wir mit dem Feuerwerk beginnen. Lehnt euch zurück und genießt das Schauspiel. Ich hoffe, jetzt ist das mal mega, mega geil hier. Huh, ich bin bereit. Huh, ja, krasser Himmel. Okay, ich bin zurück. Es ist ja wirklich ein besonders schönes Spektakel. Amüsiert ihr euch alle gut? Und hier kommt noch eine. Das ist so schön. Ich könnte mir das die ganze Nacht lang anschauen. Ja, das ist wirklich sehr schön. Das hat echt Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Was? Ich konnte mit niemandem dahin gehen. Oh, Menno. Liebe Gäste, hiermit ist das diesjährige Feuerwerk beendet. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Kommt alle gut nach Hause. Wow, das war's? Das war das voll krasse 100.000 G-Feuerwerk? Ich habe mir jetzt irgendwie was Krasseres vorgestellt. Hm. Ich schreibe trotzdem mal mit allen. Vielleicht küssen die mir jetzt alle die Füße, weil ich so viel Geld gespendet habe. Money Girl. So. Oh, das war der Inbegriff eines Feuerwerks. Da überrascht der Ausdruck auf allen Gesichtern. War meine Spende voll und ganz wert. Du hast bestimmt nicht so viel gespendet wie ich, okay. Oh, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir uns weiter vergnügen und ein paar Wunderkerzen anzünden? Das Feuerwerk war dieses Jahr umwerfend. Ich frage mich, wie viele Raketen sie wohl losgelassen haben. Der ganze Himmel hat geleuchtet. Alle freuen sich auf das Feuerwerk. Also gebe ich alles, was ich kann, um jedes Jahr ein bisschen was zu spenden. Bis zum heutigen Feuerwerk hätte ich nie gedacht, dass mehr Feuerwerkskörper auch automatisch ein besseres Spektakel bedeuten. Aber ich glaube, der heutige Tag ändert meine Meinung. Dieses Feuerwerk war wirklich groß, protzig und umwerfend. Protzig. Ich finde allerdings, muss ich sagen, wenn ein Feuerwerk lang genug ging, ist es nicht mehr schön, weil dann der gesamte Himmel dann voll mit Rauch ist. Das sieht dann nicht mal so schön aus. Das Feuerwerk hat mich dieses Jahr mit offenem Mund dastehen lassen. Beim großen Finale hat sogar der ganze Himmel geleuchtet. So viele Feuerwerkskörper herzustellen oder selbst die anzuzünden, das muss eine Menge Arbeit sein. Aber dank dieser Arbeit konnten wir schließlich eine erstklassige Vorstellung genießen. Danke für deine große Spende, Yumi. Das Feuerwerk hat dieses Jahr alle Rekorde gebrochen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, in den hellen Nachthimmel zu starren. Ich habe gehört, dass es deswegen so ein großes Spektakel war, weil du eine Riesensumme gespendet hast. Danke, Yumi. Oh ja. Oh, erzähl mehr. Oh, hört auf. Nein, bitte erzähl mehr. Oh Gott. Ah, soweit ich weiß, hat es bisher erst ein paar Male bei einem Feuerwerk geregnet. Ich glaube, das ist nur einmal, vielleicht zweimal in meinem ganzen Leben passiert. Wenn ich darüber nachdenke, dann sind die meisten Veranstaltungen in der Stadt auch nie verregnet. Das ist erstaunlich. Vielleicht wohnt heimlich eine Wetterhexe unter uns. Naja, es regnet auch so relativ selten. Also so richtig verregnete Tage gibt es jetzt nicht so oft. Ich schaue mir sehr gerne Feuerwerke an, aber wenn ich sie zu mir mit lange ansehe, fängt mein Nacken an weh zu tun. Ha, es war ein wunderschönes Feuerwerk. Ich hatte so eine erstklassige Vorstellung nie in diesem kleinen Städtchen erwartet. Obwohl ich zugeben muss, dass ich leicht darüber enttäuscht bin, dass du dieses Jahr mehr als ich gespendet hast. Trotzdem war das Feuerwerk dank deiner Großzügigkeit dieses Jahr so zauberhaft. Du hast ein kleines Kompliment verdient. Gut gemacht. Sie war nicht zu uns.
Ein Feuerwerk. Nicht schlecht. Oh, entschuldige. Ich habe das laut gesagt, oder? Ich habe über eine Geschichte nachgedacht, an der ich gerade schreibe. Wie arrangiere ich denn diese Szene? Es ist etwas altmodisch, seine Liebe im Glanz des Feuerwerkes zu gestehen, aber dafür romantisch. Hey, hallo. Hallo, es ist Feuerwerk. Ich liebe dich. Ich frage mich, ob alle Tierfreunde das Feuerwerk dieses Jahr angeschaut haben. Es war sehr, sehr schön. Ich hoffe nur, dass sie die lauten Explosionen nicht so sehr verängstigt haben, dass sie sich versteckt haben. Ach so, mit Tierfreunde meinen sie Tiere. Okay, ja. Ja, Tiere im Feuerwerk, das ist immer so eine Sache, ne? Also mein Hund, der dreht zu Silvester aber völlig am Rad, weil er so Angst hat. Für viele Leute symbolisiert nicht so sehr den Sommer wie ein Feuerwerk. Ich muss ihnen zustimmen. Aber ich habe gehört, dass es Städte gibt, die auch zu anderen Jahreszeiten Feuerwerke veranstalten. Ein Freund von mir, der als Pyrotechniker arbeitet, hat das bestätigt. Er ist im Sommer ununterbrochen beschäftigt. Oh, das ist, glaube ich, so ein japanisches Ding, dass es dann ständig Feuerwerke gibt. Ich weiß noch damals bei uns, ich habe in so einem kleinen Städtchen in der Nähe von Leipzig gewohnt. Das war schon fast eher ein Dorf. Und da gab es auch immer jedes Jahr ein ganz, ganz großes Kinderfest. Oder gibt es immer noch. Das ist auch im ganzen Gebiet, so Leipzig, Halle rum und so bekannt gewesen. Da gab es dann immer zum Abschluss des Kinderfests am Sonntagabend dann immer in der Nacht ein riesiges Feuerwerk. Und am nächsten Tag hatten alle immer noch Schule. Also wir alle immer dann im Alltag gerädert, weil wir natürlich auch die ganze Nacht dann spät noch wach waren. Und dann nach dem Feuerwerk natürlich auch noch ein bisschen Karussell gefahren sind und so. Und das war schon irgendwie mega geil. Das Feuerwerk heute Nacht war unglaublich. Ich werde es wohl für den Rest meines Lebens in Erinnerung behalten. Das war so atemberaubend. Das Feuerwerk in diesem Jahr wurde von der Gilde organisiert und mit dem großzügigen Spenden aller finanziert. Wir sind jedem, der dieses Jahr gespendet hat, sehr dankbar. Besonders mir. Hä? Okay. Meine Güte. Was für ein Feuerwerk. Sie haben dieses Mal wirklich keine Ausgaben gescheut. Jeder hat ehrfurchtsam in den Himmel gestarrt. Ich habe gehört, dass du dieses Jahr eine große Summe für das Feuerwerk gespendet hast. Vielen Dank. Das Feuerwerk hat mich echt überrascht. Eine Rakete kam nach der anderen, immer größer und heller. Ich konnte gar nicht mehr wegschauen. Yeah, hab ich mit euch schon geredet? Ich hab schon vergessen, ob ich mit euch geredet habe. Die drei wichtigsten Zutaten für Spaß im Sommer sind Feuerwerke, Wassermelonen und Wassereis. Und das gibt es keinen Sommer. Das stimmt. Dank deiner wunderbar großzügigen Spende, Yume, konnten wir ein unglaubliches Feuerwerk für alle durchführen. Meine Mutter sagte mir, dass sie dir gar nicht genug danken kann. Erlaube auch mir, dir meinen herzlichen Dank auszudrücken. Das war wirklich ein unvergessliches Spektakel. Das Feuerwerk in diesem Jahr war echt spitze. Es kam mir so vor, als ob ich es für Stunden angeschaut hätte. Oh, jetzt habe ich einen steifen Nacken, deswegen, ouch. Und zu guter Letzt noch mit Veronika. Feuerwerke sind seltsam. Noch vor ein paar Minuten war der Himmel voller schillernder Lichter erfüllt und so. Und nun ist es ruhig und dunkel. Okay, wir gehen. Genug mit all Quatsch und in meinem Ruhm gebadet, weil ich 100.000 gespendet habe. Huha, huha. Bam. So, roter Baumwollfaden fertig, großer Keramiktopf vollständig, weißer Keramik, Teller vollständig, getrocknetes Gras vollständig, getrocknetes Gras vollständig. Wo laufe ich hin? Ich gucke gerade nur nach unten und renne gerade voll krass ins Nichts. Getrocknetes Gras vollständig. 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 Okay, das war's. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber getrocknetes Gras ist vollständig. Nur so als Anmerkung. Okay, wir gehen jetzt am besten mal ins Bett, weil es ist schon spät und so. Genau, Masaru. Ich lasse dich einfach mal so rumlaufen. Ich überlasse dich dir selbst. So, und ab ins Bettchen nun. Oh, ich habe noch Post. Egal, die gucke ich mir morgen an. Schmeiß Mond ins Doppelbett. Oh ja, ich habe im WLAF auch ein Doppelbett. Für mich ganz alleine. Ich mag Doppelbetten. Für einen ganz alleine.
So, ja, wieder ganz viele Sachen sind fertig. Ich kümmere mich da später drum. Erstmal gucke ich in den Briefkasten. Hello, Rosen hat eine neue Waren im Angebot. Na gut, dann habt ihr es halt. Oh, Pfirsische. Sams, 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 kleine Peaches. Ja, komm. Dip, dip, dip. So, ach ja, hier gießen und so. Meistergießkanne. Sie ist meisterhaft. Warum habe ich eigentlich Leinen hier, nicht Baumwolle? Ach ja, stimmt, weil ich dumm bin. Hab ich auch Baumwollsaat noch? Aha, aus irgendwelchen Gründen habe ich jetzt hier überall Leinen und keine Baumwolle. Naja, kann passieren. So, ja. Ich muss auch nochmal diese lustige Liste raussuchen, was ich alles brauche. Ich vergesse das irgendwie jedes Mal. Ich stelle einfach mal von allem ganz viel her und hoffe, dass es am Ende reicht. Oh Mann. Ich freue mich auch, wir haben bald wirklich diese 600 Holz zusammen. Ich glaube, es fehlen nur noch 30 oder so. Dann können wir endlich die Erweiterung bauen. Das wäre so mega nice. Finde ich wirklich gut. So. Alle Hühnchen hochnehmen. Quack, 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 quack. Was ist denn los, kleiner Schaun? Warum schüttelst du so mit dem Kopf? Oh, er geht zum Essen. Wie er hinschwappelt. Okay. Hühnerfutterspende. So. Gaga Kleckerlis. Drei Gaga Kleckerlis. Für drei Gaga Hühnerchen. Für Liz. Nati. Und Ramona. Ja, bitte. Flopsy, Hopsy, Hopsy, Flopsy. Wo bist du da? Hier schon. Nein, hä, ja, ich will schon melken. Weil bin ich alle schon mal schon melken. So, wo ist denn jetzt die Bürste? So. Nase juckt. Hi Leute, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Oh, kein Futter mehr. Ja? Keine Sorge, ich habe noch Futter. Sekunde. Irgendwo hier. Ich habe gerade welches geerntet. Wo ist es denn? Na, wo ist es denn? Moment mal, ich brauche eigentlich gar kein Futter, ne? Ich kann ja eigentlich einfach das. Also, ich brauche keine Süßkartoffeln. Ich kann ja eigentlich das Futter verkaufen, so, oder? 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 Also, das Gras, das gilt ja auch als normales Dingens, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann ich das hier einsehen? Tagebuch? Nee, wo war denn das nochmal? War das hier? Anfragen, Handelsbuch. Items. Ich habe noch gar keinen Saatgut geliefert. Ist ja witzig. Ertrag, genau. Das ist das, was ich meinte. Oh mein Gott. Ich habe schon über 1000 Ertrag. Krass. Vielleicht reicht das schon? Ich glaube, das reicht sogar schon. Der Futter ist auch dabei. Das heißt, ich brauche eigentlich die... doch, fürs Kochen brauche ich die noch. Die Steckrüben. Stimmt, da war ja was. Ah, Steckrüben, Sauerstar. Ich meine natürlich Süßkartoffeln. Gerichte. Oh, ob ich da auch schon genug habe? 1700. Garderobe, aha, da brauche ich noch sehr viel. Produkte sieht eigentlich auch schon mega krass viel aus. Boah, ich glaube, ich gucke jetzt nach der Aufnahme mal. Also nach der Folge jetzt ja am besten direkt mal nach. Weil wenn ich hier so gucke, das sieht alles halt doch schon nach ziemlich viel aus. Das ist schon krass. Da gucke ich am besten nochmal, was die liebe Keks geschrieben hat. Weil das sind schon ziemlich große Zahlen. Jetzt, okay, Gott, dafür brauche ich nicht noch ganz viel Fisch. Was habe ich denn für 188? Was habe ich denn da verkauft? An Fisch? Krass. Vielleicht am Anfang. Ah, bestimmt auch die ganzen Muscheln und so. Die gelten bestimmt auch. Ach Gottchen. Ja, am besten, ich gucke jetzt mal aufs Kino jetzt kurz nach. Bis zur nächsten Folge. Und dann lese ich euch mal die Bilanz vor, was ich noch Reis verkaufen muss. Bis dann sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal.